Die Zwischenablage unter Windows kennt ihr sicherlich alle. Das normale Vorgehen ist eben Text markieren, kopieren, also Steuerung C in dem Fall, oder eben rechter Mausklick und dann das Menü auswählen, also den Menüpunkt, und dann eben Steuerung V oder wieder rechter Mausklick einfügen und so weiter. Also alles ganz normal. Und jetzt nochmal als Beispiel, wenn wir jetzt hier wieder Zeile 1 kopieren und die hier einfügen und ihr wollt jetzt zum Beispiel wieder den Text haben, der hier aus Zeile 2 war, dann bleibt euch natürlich im Normalfall nichts anderes übrig, als den Text wieder zu kopieren und einzufügen und. Das kann, je nachdem, was man gerade vorhat, etwas mühselig werden. Dazu bietet euch Windows tatsächlich eine eingebaute Funktion, und zwar den Verlauf der Zwischenablage. Den könnt ihr ganz einfach einschalten. Wir drücken dazu einfach Windows und I. Ihr seht schon, ihr lernt heute eine Menge über Tastenkürzel. Und dort sucht ihr dann nach der Zwischenablage. Da reicht einfach schon die ersten vier Buchstaben. Dann stehen hier schon die Einstellungen für die Zwischenablage. Und ihr seht hier, hier könnt ihr den Zwischenablageverlauf einschalten. Das machen wir jetzt erstmal. Dann könnt ihr das auf anderen Geräten synchronisieren. Mache ich aus Prinzip nicht, Datenschutz und so weiter, weil das wird alles über Microsoft geleitet. Könnt ihr euch aussuchen, ob ihr das wollt oder nicht. Und natürlich könnt ihr dann auch diese Daten wieder löschen. Aber im Normalfall reicht erstmal das Einschalten, so wie ich das jetzt gemacht habe. Und mir reicht das auch. Also Fensterchen zu. Und jetzt wichtiger Text wieder kopieren. Zeile 2. Und wieder einfügen. Und jetzt werdet ihr euch denken, wo ist da jetzt der Unterschied zu vorher? Ganz einfach, ihr drückt jetzt die Windows-Taste und V. Und jetzt seht ihr auf einmal, was ihr alles schon in der Zwischenablage habt. Das einzig Doofe ist, ihr könnt dieses Fenster hier nicht verschieben. Aber jetzt könnt ihr hier zum Beispiel Text 1 anklicken, nochmal Windows V und nochmal Text 1 und Windows V und Zeile 2 und so weiter und so weiter. Ich denke mal, ihr werdet das Prinzip verstehen. Tatsächlich könnt ihr damit auch Grafiken einfügen. Ich mache jetzt mal eben kurz einen Screenshot, Umschalttaste Windows und S, dann öffnet sich ja das Tool zum Screenshot machen, wenn das das Richtige ist. Ihr wisst, was ich meine. Und auch das ist jetzt in der Zwischenablage. Einfach wieder Windows und V. Ihr seht, hier ist das Bild. Das Einzige ist, hier klappt es nicht. Das ist jetzt nicht der Vorführeffekt, sondern es ist gewollt so. Das ist der Editor, damit ihr seht, der hat auch seine Grenzen. Unter Word zum Beispiel oder anderen Bildbearbeitungsprogrammen ist das alles gar kein Thema. So, das war schon unser kleiner Ausflug in die Zwischenablage, beziehungsweise in die erweiterte Zwischenablage. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, da freue ich mich wie immer sehr drüber. Schreibt mir was in die Kommentare, freue ich mich auch immer drüber. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Dankeschön und ciao.